Seit gestern weiß ich, dass alles möglich ist. Und das macht mir echt Angst. Was stellst du dir vor? Ich bin gestern nochmal alle Leute durchgegangen. Ex-Partner, Freunde. Auch wenn du ihn nicht kennst, er kennt dich. Bestimmt. Bereit? Ja, bin ich. Ich bin so nervös. Es ist immer noch gruselig. Oh. What the Was ist das denn? Sofort aufmachen. Für dich. Oh mein Gott. Hilfe, ich zitter. Soll ich vorlesen? Ja. Hayley. Es tut mir sehr leid, dass es so weit gekommen ist. Ich wünschte, ich wäre stärker. Ich habe mich die letzten Monate hinter Alex versteckt. Ich wollte dir nahe kommen. Ich liebe dich, aber du würdest nie so für mich empfinden. Ich habe erlebt, wie schlecht Adam dich behandelt hat. Mein Ex. Ich bin nicht dein Typ, also habe ich es so versucht, um das Leben mit dir zu haben, das ich gern hätte. Ein Riesenfehler und ich hätte es nicht ertragen, wenn du mir das vor all den Kameras ins Gesicht gesagt hättest. Ich schäme mich für mein Verhalten, nicht für meine Gefühle. Könntest du nur sehen, was ich in dir sehe? Für mich wirst du immer schön sein. Liam Kiss. Liam, wer ist das? Der Kumpel von einem Ex. Ein Freund? Wenn ich ihm begegne, unterhalten wir uns. Aber er hat keinen Grund, sowas zu machen. Er hätte einfach ehrlich sein und mir sagen können, was er empfindet, statt so einen Brief zu schreiben. Das war's? Mir reicht's. Ich schäme mich so. Wenn er dich angesprochen hätte, hättest du ihm dann keine Chance gegeben, weil er nicht dein Typ ist oder weil er mit deinem Ex befreundet ist? Er ist nett und ich würde nicht sagen, dass er nicht mein Typ ist. Das ist alles absurd. Warum hat er mich so behandelt? Er hat mich total blamiert, obwohl er genau weiß, wie Adam mich behandelt hat. Und jetzt ist es wieder passiert und ich frage mich, ob ich nicht gut genug bin. Er weiß, dass ich kein Selbstvertrauen habe und jetzt drückt er mich in den Dreck, wo ich ihm doch so viel bedeute. Das war sehr feige von ihm und das ist wirklich unfair. Was wäre jetzt dein Wunsch? Nichts. Ich kann ihm nicht trauen, weil er 5,5 Monate gelogen hat. Er ist feige. Bist du ihm in dieser Zeit mal begegnet? Wir sind uns zufällig mal über den Weg gelaufen. Aber er hat nie versucht, mit mir zu reden. Er hat mich kaum beachtet. Deswegen hat er wahrscheinlich Alex erschaffen, weil er nicht wollte, dass Adam von seinen Gefühlen für seine Ex erfährt. Ich versuche nur, ihn zu verstehen. Es wäre so einfach gewesen. Warum ist er nicht einfach auf mich zugegangen? Er hätte sich ganz entspannt mit mir unterhalten können. Das wäre alles völlig normal gewesen. Wollen wir zum Auto gehen? Ja, kommt. Wieder was gelernt. Und wie. Wir sind hergekommen, um Antworten zu finden.
Das sind nicht die Antworten, die ich mir gewünscht hatte, aber ich habe sie gebraucht. Jetzt weiß ich, wer er ist. Jetzt wird es Zeit, nach vorne zu blicken.